Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu einem kleinen Special von mir. Unter Anführungszeichen klein. Wird wahrscheinlich etwas umfangreicher werden. Der erste Grund ist, dass ich 500 Abos erreicht habe. Vielen Dank dafür. Und der zweite Grund ist einer, der mir schon lange im Kopf rumgeht. Ich wollte nämlich schon gern mal Video machen von allen Spielen, die ich besitze, und ich habe jetzt nachgeguckt, es sind 453 Spiele, die ich habe, und also doch eine ganz schöne Menge. Ich werde versuchen, die alle in die Videobeschreibung zu packen und hoffe, YouTube packt das und ihr seht alle Spiele, die ich habe. Nicht mitgerechnet sind da jetzt Moorhuhn Version 25 oder Tetris oder sowas, auch keine Online-Spiele, also wirklich Vollversionen, die ich besitze von relativ namhaften Spielen. Ihr seht jetzt im Hintergrund meine Steam-Spiele. Später kommen wir dann auch noch zu denen, die ich als DVD-Hülle besitze, die ich in dieser guten alten Kartonbox besitze und die ich als Special Editions so habe, die alle so in meinem Regal oder Schrank rumstehen. Und würde euch bitten, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, welches von den Spielen würdet ihr gerne mal sehen? Von welchen von denen soll ich mal ein Let's Play machen? Gibt es da irgendetwas, wo ihr sagt, boah, geil, cool, dass du das hast, zeig das mal her? Oder da könnte ich mir gut vorstellen, dass du da ein Let's Play machst, das passt. Vom Gesamteindruck, den ich bisher gesammelt habe, lasst mich das mal wissen. Das würde mich sehr interessieren. Und dann gehen wir mal die Steam-Spiele durch, die ich habe. Ich werde sie nur mal ganz kurz vorlesen. Game of Dwarves, Age of Empires 3, die beiden habe ich noch nicht gezockt. Bang Bang Racing habe ich mal kurz gespielt und hergezeigt. Bloody Good Time habe ich auch so einen Jahresabschluss-Talk vor einem Jahr gemacht. Sehr geiles Spiel. Also jeder, der ein bisschen, wie soll ich sagen, ist kein Shooter, aber es ist, man kann sich schön tögeln mit abwechslungsreichen Waffen, also eine coole Sache. Und vielen Fallen, macht echt viel Spaß. Bunch of Heroes, noch nicht gezockt. The Cave habe ich durch, das ist ganz okay. Chivalry ist für zwischendurch immer ganz nett. Cities in Motion Teil 1 hat mir sehr gut gefallen. Darüber habe ich ja den Tom kennengelernt und habe es auch offscreen gespielt. Hat mir gut gefallen. Cities in Motion 2 noch nicht probiert. Commander Keen habe ich das meiste von denen durch. Crusader Kings 2 schon probiert, ist ganz nett. Crysis habe ich noch nicht probiert. Dark Souls habe ich ja das Let's Play. Death Rally angespielt oder eine Zeit lang gespielt. Ist für zwischendurch ganz lustig, aber jetzt nichts allzu Großes. Don't Starve habe ich mit Rick am Laufen. Dota 2 habe ich eine Zeit lang gespielt mit einem Kumpel. Driver San Francisco finde ich super, macht mir viel Spaß. Skyrim ist ein geniales Spiel, echt wieder mal ein tolles Elder Scrolls Spiel. Wie alle, also Hut ab vor der großen, genialen Welt und diesem bugfreien oder fast bugfreien Spiel. Endless Space macht mir auch viel Spaß. Fallen Enchantress sowieso. Geniales Spiel. Auch mit dem Add-on Legendary Heroes. Far Cry 3 hatte so gute Rezensionen und hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist mir zu linear und zu actionlastig. Final Fantasy 8, ganz genial. Football Manager 13, bin ich noch nicht warm geworden damit. Soll ein cooler Fußballmanager sein. Mir ist es noch ein bisschen zu frimmelig. Frozen Synapse ist sauschwer. Ist so ein bisschen im SWAT-Stil, also mit Taktik. Man hat halt also so eine Karte mit Gebäuden und muss darin die Gegner lokalisieren und sich in Echtzeit dann überlegen, wie man denn die am besten ausschaltet. Aber die können natürlich auch reagieren und so kann ein Spielzug, den man im Vorhinein plant und danach durchspielen lässt, auch mal voll in die Hose gehen. Ist ganz interessant. Sau schwer, aber ja, knifflig. Faster Than Light, ja, geht so.
Grim Dawn ist von den Title Quest Machern, also von dem her musste ich es haben, hab's angespielt, ist leider nicht ganz so wie Titan Quest, aber die ist ja erst in der Early Alpha, Early Access Alpha Version, und von dem her kann da noch viel nachkommen. Van Helsing, boah, geht. Lead and Gold mal gezockt eine Zeit lang. Left 4 Dead 2, nein, noch nicht. Da hat ja der Joker was vor, da schauen wir mal, wie das wird. Lords of Football, habe ich das Let's Play am Laufen. Magica, grenzgeniales Spiel, super, super toll. Magicka Wizard Wars, bin ich noch nicht so reingekommen. Magicka Wizards of Square Tablet habe ich auch durchgespielt in 8 Parts. Auf meinem Kanal, war ganz lustig. Magic Suit 2 habe ich noch nicht ausprobiert, glaube ich. Metro 2033 nicht gezockt. Midnight Club nicht gezockt. Heroes 6 gefällt mir nicht. NASCAR anprobiert. Orcsmaw Style 2 habe ich eine Zeit lang gezockt. Overlord 2, boah, ich glaube den 1 habe ich gezockt. Path of Exile habe ich eine Zeit lang gezockt, ist aber, also hat ein Kampfsystem wie Final Fantasy 8, das ist so ein Skillsystem, 10, Entschuldigung, von dem her ganz interessant. Eine Dynamik von Diablo vermisse ich aber noch ein bisschen. Payday 2, Payday noch nicht gezockt. Poker Knight, der Inventory ist Schrott. Portal 2, da werde ich, nee, never, never, das war mal gratis, deswegen habe ich es mir geholt, aber dafür gebe ich kein Geld aus, es ist nicht meine Art von Spielen. Oder Coaster Tycoon 3 habe ich gekauft, weil ja, vom Let's Play her sieht es ja ganz nett aus, aber auch nicht meins. Rome Total War habe ich mal bekommen. Saints Row the Third habe ich nur mein Let's Play gesehen. The Ship ist der Vorgänger von Bloody Good Time. Daumen hoch, wieder ein cooles Spiel. Civilization 5 ist geil, gibt's gar nichts, macht Spaß, motiviert für Stunden, da kann man nächtelang totschlagen damit, echt cool. SimCity 4 nicht ausprobiert. Die Sims 3 eine Zeit lang gezockt. Sin of a Solar Empire Rebellion, da werde ich da werde ich überhäuft von Möglichkeiten, also das ist echt umfangreich, krass. Soldat 2 habe ich ja mal hergezeigt, vom kleinen Planeten, vom kleinen Asteroiden bis hin zum schwarzen Loch. Sehr lustig. Jetzt kein tiefgehendes Spiel, aber auch das macht süchtig. Nettes Spiel. Spiral Knights ist, glaube ich, free to play. Habe ich aber noch nicht reingeguckt. Star Trek Online foppt mich, lässt mich so gut wie nie mitspielen. Und wenn, dann gibt es 1000 Patches und dann schmiert es wieder ab. Also so recht mag das nicht klappen. Team Fortress 2 habe ich eine Zeit lang mit einem Kumpel sehr gerne gespielt. Terraria mag ich sehr gerne, gefällt mir super gut. Test Drive Unlimited 2, da habe ich den 1er gespielt und den 2er aber noch nicht anprobiert. Rainbow Six Vegas 2 mal angeschaut, hat mich aber nicht gefesselt. Torchlight 2 hatten wir ein Kurz-Let's Play mit Alex und Co. Ich habe es dann auch offscreen noch mit einem Kumpel gespielt. Ist ganz nett, kommt aber für mich nicht an Diablo an. Ja, Trackmania Stadium, Trackmania Valley. Coole Racing-Action mit Trackmania, gefallen mir ganz gut. Train Simulator 2014 nicht anprobiert. Trine 1 und Trine 2 durchgezockt. Trine 2 mit dem DLC Goblin Menace auf meinem Kanal. Hat super viel Spaß gemacht und ich bin ja, wie vielleicht fleißige Zuschauer wissen, immer noch dabei, dann Best of rauszuschneiden. Da freue ich mich schon, wenn das mal fertig ist. 8 Stunden Material durchzusichten und dann auch passend zu schneiden, ist nicht so easy. Warlocks Master of the Arcane ist im Civilization 5 Stil. Da habe ich mal reingeguckt. Ist ganz nett. Da muss ich noch ein bisschen oder kann ich noch ein bisschen mehr zocken, vielleicht mal herzeigen. Je nach Lust und Laune. Worms Armageddon, Worms Reloaded, Worms Revolution. Da habe ich Revolution mit dem Alex gezockt. Das war ganz lustig. Also für zwischendurch geht da immer mal eine Runde. Armageddon finde ich nicht so cool. Reloaded
ist auch nett. Und XCOM Enemy Unknown habe ich mal angefangen, aber da gucke ich dann lieber zu beim Let's Play von Kenny. Okay, soviel mal zu den Steam-Spielen, die ich besitze. Und im Anschluss kommen dann eben, wie gesagt, die, die ich in materieller Form besitze. Und nochmal der Hinweis, bitte, bitte lasst mich wissen, welche Spiele gefallen euch, was von welchen wollt ihr mehr sehen. Ich sage euch mal, viel Spaß beim weiteren Ablauf. Ja, servus und hallo zu einem Special von mir. Ich möchte euch heute nämlich einmal zeigen, welche Spiele ich so in materieller Form besitze. Die befinden sich in meinem Kasten. Ganz oben habe ich so allerlei Hardware, Mäuse etc., Lenkrad etc., Headset. Und unten geht es dann los mit den Spielen. Ganz am Anfang die guten alten Verpackungen. Später dann hier ein paar Special Editions. Und unten dann die neueren Spiele in der bekannten DVD-Box. Ich besitze eine Special Edition von Star Trek Voyager Elite Force. Ist ein netter Bohrkubus. Und da war unter anderem drinnen dieses Comic Special Collector's Edition rund um Abenteuer aus dem Hazard Team. Und rund um die Voyager Crew. Eine Special Edition, Special Collection, die ich besitze, ist von Anno 1404. Das ist jetzt hier das Spiel. Dann gibt es ein Artbook dazu. Zusätzlich ein Mandelsamensäckchen. Kompass, ein Poster, die Bonus-DVD und das Ganze verpackt in einer schicken Box. Von Witcher besitze ich auch eine Special Edition. Die ist ein bisschen dicker. Und beinhaltet zum Beispiel Der Hexer, das ist ein Roman, ein kurzer. Natürlich das Spiel. Audio-CD ist hier drinnen. Bonus-Spielinhalt. Das Handbuch. Ein Spieleführer. Und das handelsübliche Spiel. So, und ich zeige euch jetzt die coolen Versionen von damals. Da fangen wir mal an mit Anno 1602. Ich hoffe, ihr seht das. Beinhaltet so ein paar Fragebögen und unter anderem ein extrem umfangreiches Handbuch. Teilweise mit Farbe, wo wirklich sehr, sehr viel drinnen steht. Sehr schöne Screenshots drinnen. Sehr hübsch gemacht. Die anderen werde ich euch jetzt etwas schneller zeigen, die anderen Spiele. Wenn ihr ein spezielles Unboxing haben wollt, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Dann werde ich das extra machen. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Grand Prix 3. Von Microprose, Geoff Cram und Hasbro. Wieder mit schicken Screenshots oben drauf. Star Trek The Next Generation, Final Unity. Jagged Alliance 2. Oder 2,5 besser gesagt. Von Siedler 2 eine Gold Edition mit dem Add-on Wikinger. Das ist eine
relativ neue Auflage. Codemasters, da drinnen ist Micro Machines Teil 2 mit damals noch 4 Disketten. Grand Prix 2 darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist das Vorgängerwerk klarerweise von Geoff Crammond und Microprose, wo ich auch ein Let's Play davon am Start habe, genauso wie von Star Trek. Auch hier wieder viele Screenshots. Die Hülle ist überhaupt ziemlich umfangreich. Ja, da habe ich noch ausgedruckt, das kann ich euch ja auch nebenbei zeigen. Bestzeiten, die ich gefahren bin, wo ich mir dann auf dem klassischen Druckerpapier ausgedruckt habe, wie schnell ich im Rennen und wie schnell ich im Qualifying auf den einzelnen Strecken gefahren bin. Zusätzlich das Riesenhandbuch mit Originalbildern aus der Formel 1 sowie den Streckengrafiken, Tipps zu den Strecken, Tipps zu den Bildschirmen etc. etc. sehr, sehr fein und edel gemacht. Sie haben dieses Spiel gekauft, dann lassen Sie uns es wissen. Eine Werbung zu Formel 1 Grand Prix 2, zum Grand Prix Manager. Technisches Begleitheft und fertig. Was ich auch habe, ist der Star Trek Starship Creator Warp 2. Don't dream it, build it. Ich habe es nie gezockt. Final Fantasy 8, das habe ich auf PC. Ich habe es jetzt auf Steam, ich habe es auch auf der PlayStation und das hier ist eben die Original-PC-Version von Eidos. Sehr schick gemacht, wie sich der Leviathan hier durch die Bilder schlängelt. Original verpackt. Colin McRae Rally 3. Battle Realms von Ubisoft. Empire Earth von Sierra. Auch die Schachtel ist relativ schwer. Da können wir auch ganz kurz reinschauen. Drinnen ist ein sehr, 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 sehr umfangreiches Handbuch. Mit viel Geschichte auch drinnen. Extrem cool. Zusätzlich nochmal historische Hintergrundinformationen. Muss ich mir auch mal durchlesen. Sehr cool. Wirklich geil gemacht. Eine Info über Sierra Games. Schnelltasten, da gibt es ja einige offensichtlich im Spiel. Und ein sehr komplexer Technologiebaum. Persian Wars. Cossacks European War. Pool of Radiance. Star Trek Voyager Elite Force Teil 1. Star Trek Conquest mit Q per Internet durch die Galaxie.
Neverwinter Nights von BioWare und Atari. Stronghold. Sim Hospital, eines meiner absoluten, wenn nicht mein Lieblingsspiel von Bullfrog klarerweise. Ziehen Sie Bilanz und die Betten ab. Ich hoffe, das kann man gut lesen. Formel 1 Manager Professional von Software 2000. Auch hier habe ich ein Let's Play davon auf meinem Kanal. So rum. Grand Prix World von Microprose. Hier habe ich ein paar Videos vom Spiel gemacht. Findet ihr auch auf meinem Kanal. Und ein nächstes Grand Prix-Spiel in meinen Reihen ist Grand Prix 4 von Microprose und Geoff Crammond, das letzte von ihnen. Leider ein bisschen unfertig auf den Markt gekommen. Screenshots sehen auch sehr toll aus. Das ganze Spiel ist recht nett gemacht. Ja, so viel mal zu meinen Vollversionen mit klassischer Packung. Kommen wir nun zu den DVD-Hüllen im Schnelldurchlauf, zu den Spielen, die ich da habe. Guild Wars Nightfall. Entschuldigung, Guild Wars Eye of the North. Passend dann natürlich Guild Wars Prophecies, das Original. Nächstes Add-on slash Standalone Guild Wars Nightfall. Und passend dazu natürlich auch Guild Wars Factions. Dann noch einmal ein Guild Wars, eine Guild Wars Special Edition von Factions. Damals konnte man nämlich noch keine Accounts dazu kaufen, deswegen habe ich für meine Schwester das Ganze nochmal gekauft. Und Guild Wars 2. Titan Quest, das Add-on Immortal Throne. Auch hier habe ich ein Let's Play, Let's Show auf meinem Kanal. Das Original Titan Quest. Archlords oder Archlords war ein RPG mit monatlichen Gebühren, das dann aber irgendwann auch von diesem Konzept runtergegangen ist. Die war ein Divinity. Lucky habe ich mir damals unbedingt in Deutschland kaufen wollen, bis ich dann gehört habe, dass das Spiel nicht so der Hammer ist. Habe es noch nie anprobiert. Dungeon Siege, lange, lange gezockt. Teil 1, sehr, sehr schön, sehr zu empfehlen. Tolles, tolles Spiel. World of Warcraft, ein Testzugang. Also nichts Spannendes. Habe es anprobiert, hat mir nie gefallen. Nie so gut wie Guild Wars. Guild Wars habe ich ja jahrelang gezockt. Habe jetzt meinen 8. Geburtstag in Guild Wars gehabt und davon vielleicht 4 Jahre sehr aktiv gespielt. Diablo 3. Auch ein schönes Spiel. Auch davon habe ich ein paar Ausschnitte auf meinem Kanal. Diablo 2. Noch besser als Teil 3, wie ich finde. Jahre gezockt. Mit Clan und etc. Morrowind, die Elder Scrolls. Auch ein sehr schönes Spiel, auch das hat mich lange beschäftigt. Skyrim, der Nachfolger, auch ein sehr schönes Spiel. Eines der besten Spiele, wie ich finde. Also einfach optisch eine Pracht und auch sehr ausgereift, also Respekt. Star Wars Knights of the Old Republic. Bin kein Star Wars Fan. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich zu dem Spiel genau gekommen bin. Aber es schmückt auch mein Regal. Elite Force Teil 2 war zu linear und hat mir auf Dauer nicht gefallen, weil es einfach überhaupt keine Handlungsfreiheiten gehabt hat. Der erste Teil, Star Trek Voyager Elite Force. Kaichas Teil 1, die Gold Edition mit Rache des Regengottes. Auch hier habe ich ein kleines Let's Play auf meinem Kanal gemacht.
Sehr hübsch. Gefällt mir besser als die anderen Teile. Jagged Alliance 2 Wildfire. Ihr werdet hier jetzt auch ein paar Spieler sehen, die ich euch schon im Cardonia gezeigt habe. Einfach weil ich die Spiele immer extra wo aufhebe. Hollywood Pictures Teil 2 kommt nicht an den ersten Teil ran, bei weitem. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Star Trek Away Team ist ganz nett für Trekkies. Star Trek Armada ist ein nettes Strategiespiel. Spielt der Arne Holdek übrigens, wenn ihr euch das ansehen wollt. Holz, schaut mal in der Empfehlungsliste nach seinem Let's Play. The Movies, auch das spielt der liebe Arno. Auch hier bitte mal nachgucken, spiele ich auch mit. Sehr schönes Spiel, Mischung aus Sims und einem Kinomanager. Zoo Tycoon, die Complete Collection, das heißt mit sämtlichen Add-ons. Da gibt es ein Let's Play vom XDQM-Hose, auch den findet ihr in den Kanalempfehlungen. Auch ein sehr, sehr hübsches Spiel, sehr zu empfehlen. Anno 1503 hat mir von den Annos nicht so gut gefallen. Da waren 1602 und 1404 für mich schöner. Emergency 2, ein Rettungssimulator, ist ganz, ganz nett gemacht. Leider besitze ich auch sowas. Mad TV von Calypso ist eine Mad TV-Kopie. Mehr schlecht als recht. Unwritten Tales oder Book of Unwritten Tales, sehr cooles Spiel, ist ein Adventure rund um das Viech und seine Begleiter. Sehr zu empfehlen, sehr, sehr lustig. Die Viehchroniken, Teil 2, befasst sich um das Vieh, ein sehr beliebter Charakter und ist die Fortsetzung. Sehr nett ebenfalls. Cultures, die Saga, beinhaltet das Hauptspiel sowie sämtliche Add-ons. Das nächste Spiel ist Elder Scrolls Oblivion. Das hat ja zwischen Morrowind und Skyrim stattgefunden. Auch sehr zu empfehlen. Wie die Reihe extrem gut gemacht. Der Industriegigant. King's Bounty. The Legend. Allerlei Sims 2 Spiele. Die habe ich eine Zeit lang sehr gerne gespielt. Da sind unter anderem Open for Business, wieder Campusjahre, Nightlife, Apartmentleben, 4 Jahreszeiten, gute Reise und das Originalspiel. Weiter geht's. Need for Speed Most Wanted von EA. Sehr zu empfehlen, das Let's Play von Julian, auch in meiner Empfehlungsliste. Dirt 3, noch verpackt, wie ich zugeben muss. Aber auch davon habe ich gute Sachen gehört und gesehen. FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2002 von EA. Noch ein ganz ein klassisches FIFA. FIFA Manager 09. Ein Jahr darauf der FIFA Manager 10. Da habe ich ein bisschen das Geld rausgehaut. Normal kaufe ich die nicht so knapp hintereinander. Solid Games Marine Park Empire. Hat ganz nett ausgesehen im Geschäft, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Noch passend zu den Fußballmanagern. Der Fußballmanager 13, der vorletzte, den es ja gibt von Bright Future und EA. Ja, Need for Speed Underground 2 von EA ist mit Most Wanted das einzige, was ich von denen im Rennspielgenre habe.
FIFA 12. F1 2011. Nicht zu empfehlen. Grid, Race Driver, Trackmania, United Forever. Auch davon habe ich ein Let's Play auf meinem Kanal. Gefällt mir auch sehr gut. Auch die Hülle glänzt schön, sehr edel. Anstoß 4 Edition 0304 ist ein Schrott. Anstoß 3 war super, aber dann haben sie es versucht, auf extremen Humor zu machen und das hat ja schon bei Calypso nicht geklappt. Jahre später, wohlgemerkt. Formel 1 2010. Das Erstlingswerk von Codemasters. Auch das ist klarerweise nicht zu empfehlen. Pro Evolution Soccer 06. Unter Fans als einer der beliebtesten. Ich fange mit FIFA, muss ich sagen, mehr an. Da ist die Steuerung für mich ein bisschen eingänglicher. Und last and least, der Racing Team Manager von RTL. Auch hier habe ich ein Video gemacht, wo ich Ihnen hergezeigt habe. Auch da werdet Sie erkannt haben, dass der nicht so zu empfehlen ist. Gut, dann war es das mit der Lade. Dann kommen wir jetzt noch zu den CD-Hüllen. So, wir fangen an. Was haben wir da? Eine Rennspiel-Collection. Steht aber nicht drauf, welche Spiele enthalten sind. Autorennen Road Racer. Über 20 Top-Spiele, wie hier benannt wird. Autorennen 2, Crazy Road Racer. Mit Spielen wie Destruction Derby 2, World Rally Fever, IndyCar Racing 2, NASCAR Racing, Monster Truck, Grand Prix 2, Daytona USA, Road Rush, Bleifuß 2, POD und so weiter. Racing Simulation 1, Racing Simulation 2, Racing Spiele mit einigen Demos und Load Runner als Vollversion, Grand Prix 4 noch einmal, weil es so schön ist, Grand Prix 3. Grand Prix 3 Season 2000. Das habe ich als Original, aber da ist die Hülle defekt. Track Pack and Editor für Grand Prix 3. Sprich, da gibt es eigene Strecken, die hier nochmal drinnen sind. Formel 1 Grand Prix 2 mit einer selbstgemachten Hülle. Und ja, klarerweise das Original. Grand Prix 2 Extension Set. Hunderte von neuen Erweiterungen für das erfolgreichste Rennspiel. Kann ich mal so unterschreiben. Nochmal dann Pole Position, das Original, also nicht das Remake von Calypso. Sim Hospital die CD von Bullfrog. SimCity 2000 von Maxis, sehr cooles Spiel. Da hat auch der liebe Kollege Tom.io ein Remix, Unboxing gemacht. Auch da könnt ihr gerne mal auf seinem Kanal schauen. Seven Kingdoms Teil 2. Auch hier habe ich ein paar Videos auf meinem Kanal. MadTV 1 und MadTV 2. Die Siedler 2 Gold Edition. 6. Pool of Radiance.
Jack the Lance 2. Unfinished Business. Oh. Anno 1602. Das erste Anno und eines der besten. Vollversion Synergist, der blaue Staub. Mag, auch das habe ich einmal kurz auf meinem Kanal hergezeigt. SWAT 2, sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut das Spiel, auch davon gibt es ein Let's Play auf meinem Kanal. Anstoß 3, für mich das beste Anstoß. Da bin ich stark am Überlegen, ob ich da nicht auch mal ein Let's Play davon machen möchte. Star Trek Voyager, Elite Force. Star Trek Starship Creator Warp 2. Star Trek Armada Teil 2. Star Trek Conquest. Empire Earth. X-Gold. Stronghold. Theme Park. Sierra Goblins Teil 3. Herrscher der Meere. Auch davon habe ich einen Test gemacht. Robin Hood, die Legende von Sherwood. Auch ein ganz nettes Spiel. Der Stratege Teil 2. Ultra Adventures und Rollenspiele. Auch da waren viele, viele coole dabei. Seht ihr hier Hidden Below, Avatar, Indiana Jones, Sam & Max. Das Erbe, Victor Looms, Action in Hollywood, die habe ich sehr gern gespielt. Mission Supernova, die war schwer. The Elder Scrolls, der erste Teil, Ultima Underworld, ein paar durchaus kennenswerte Spiele. Adventure Games. Anno Domini, das Erbe wieder, Abenteuer in Hollywood, auch sehr lustig. Abenteuer Europa, Backstage, Lord of Avalon, etc. etc. Und Final Fantasy 8. Absolutes Must-Have für mich. So, und leider ist gerade mein Akku schon extrem schwach. Er wird gleich abschnappen. Deswegen zeige ich euch hier nur noch komprimiert meine restlichen Spiele. Ich werde noch überlegen, vielleicht packe ich da noch die Spielenamen in die Videobeschreibung. Ich muss aber mal gucken, es sind doch relativ viele, wie ihr hier seht. Zwei Boxen voll mit allerlei Vollversionen aus PC Games, GameStar, Computerspiele, PC Joker etc. etc. Was es halt sich so angehäuft hat über den Lauf der Jahre. Ja, das war's dann leider mit dem Akku von der Kamera. Ich habe jetzt noch eine zusätzliche Kiste rausgekramt, wo ich so Games drinnen habe, die ich mal auf den Flohmarkt werfen werde. Ich habe hier Baldur's Gate 2 Schatten von Arm, Theme Park Manager, Fußball Manager 2002, Das Schwarze Auge, die Nordland Trilogie, das könnte was wert sein. Nochmal Cultures, Pole Position 2010 natürlich, darf nicht fehlen auf der Flohmarktkiste, Flughafen Manager 2, The Ship, weil ich es doppelt habe, Emergency Room, ich stehe auf die Serie, aber das Spiel war Grottenschrott, Anstoß 4 und Airlines 2. Und ich habe jetzt auch mittlerweile nachgeguckt, es gibt leider eine Beschränkung in den Kommentaren, also in den Kommentaren, nicht in der Videobeschreibung. Deswegen kann ich nicht alle Namen reinpacken. Es sind aber in Summe 452 Spiele, die ich als Vollversion besitze. Also echt eine fette Menge. Und ich habe da jetzt mal ein Word-Dokument angelegt und das Ganze in die Dropbox hochgeladen. Ich verlinke euch die Liste und ihr könnt es euch die dann anschauen.
Könnt ihr reingucken, ob was für euch dabei ist. Und wie gesagt, lasst mich doch gerne wissen, von welchen von den Spielen, die ich so hergezeigt habe und die ich halt so besitze, ihr gerne mehr sehen wollt. Auch ob ihr die besitzt, was ihr davon haltet und so weiter. Und ich sage euch mal Danke fürs Zugucken von dem umfangreichen Special. Sind jetzt doch 40 Minuten in etwa geworden. Und jetzt mache ich es aber kurz. Ich sage euch Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich.